bis hier bei Jonessa. Daily, daily, Jonessa. Jo, was geht ab? Guten Morgen, es ist Mittwochmorgen, kurz nach 7. Ich werde jetzt Sport machen, ich habe mich direkt schon in meine Sportsachen geschmissen. Und da steht jemand auf dem Balkon. Ich mache jetzt Sport. Genau. Ich weiß noch gar nicht, was ich mache. Ich glaube, irgendein Kraftworkout. Und ich weiß auch noch nicht, ob mit dem Spiegel oder über YouTube. Ich weiß es noch nicht. Ich suche mir jetzt irgendwas mal raus. Also bis später. So, ich bin fertig. Ich habe jetzt wieder mal einen Fitnessblender-Workout gemacht. Und das war richtig gut. Weil ich habe das halt schon länger jetzt nicht mehr gemacht. Und so richtig mit Gewichten und so. Das war jetzt mal was anderes. War echt gut. Oh Gott, jetzt gehe ich schnell duschen. Dann mache ich mich fertig. Ich hatte ein bisschen Frauenarzttermin heute. Also, los. So, ich mache mich jetzt auf den Weg. Wo ist denn mein Handy? Ach, das habe ich schon hier. Ich hoffe, ihr geht auch ganz brav, immer regelmäßig zum Frauenarzt. Schlüssel. Jetzt muss ich noch einen Mundschutz aufs Maul holen. Ja, okay. Also, bis später. So, Leute, ich bin jetzt wieder zu Hause. Ich habe jetzt kurz ein Müsli gegessen. Ich zeige euch das mal ganz schnell. Ich hoffe, ich bin nicht allzu laut, weil Fabio gerade telefoniert. Und zwar, das war auch mal in der Brand News Box drin. Das hier, so Healthy Fruit Loops. Aber die waren nicht besonders, die haben lame geschmeckt. Oh, jetzt habe ich was ausgerutscht. Also die hatten voll wenig Eigengeschmack. Ja. Jetzt, also ich hatte ja meinen Frauenarzttermin, ist alles gut. Und ich habe gerade eine Instagram-Umfrage gemacht, ob ihr regelmäßig zum Frauenarzt geht. Viele haben gesagt nein. Deswegen, falls es hier unter den Vlog-Zuschauern auch so ist, macht einen Termin aus. Es ist ganz, ganz wichtig und nicht schlimm. So, ich bin jetzt fertig. Warum bin ich aus der Puste? Ich weiß es nicht. Und ich habe mir noch meine Kompressionsstrümpfe abgeholt. Ich sehe untenrum jetzt aus wie eine Oma. Die gehen nur bis hier. Sehen ultimativ kacke aus, aber ich gucke mal, ob es was bringt. Und jetzt mache ich mich auf den Weg. Ich muss ein Ladekabel noch mitnehmen. Fahr zu Jenny, dann machen wir ihre Küche. Ja, und dann arbeiten. Genau, so der Plan für heute. Also bis gleich. Hallo, guten Tag und herzlich willkommen bei Jennifer. Hallo, herzlich willkommen auf Jennifer's Kanal. Hier findest du Hallo! Wir machen jetzt gerade die Küche. Ich zeige euch jetzt mal den größten Feld ever hier. Guckt mal. Wusstet ihr, dass man bei Küchenmöbeln einfach so diese Oberfläche abziehen kann? Ich wusste das nicht. Ich auch nicht. Rosi weiß das. Wie herbe ist das? Ja, und die machen wir jetzt von Rot auf Gray. Wusstest du das nur, weil wir unsere Küche auch gemacht haben? Oh, krass, ey. Wer von uns hat eigentlich alle seine Piercings noch? Ich? Ich habe keine mehr. Ich habe alle rausgenommen, außer diese zwei dritten Ohrlöcher da. Du, ey, warum? Ja, die waren alle entzündet. Ja, auch, aber sind trotzdem drin. Meine sind gut. Ich meine nicht, aber sie bleiben. Fabio sagt auch jeden Tag zu mir, boah, mach die raus. Hinterher muss dein Ohr abgeschnitten werden. Mike auch zu mir gesagt. Ich so, egal. Egal. Ich riskiere das. Okay. Wer braucht schon ein Ohr? Ich stehe. So, Zeit drauf. Hello! Boah, ich bin endlich wieder zu Hause. Ich war jetzt übel lang unterwegs. Ich war heute Morgen beim Frauenarzt, dann war ich bei Jenny, dann war ich jetzt noch arbeiten. Und jetzt bin ich zu Hause. Also zwischendrin habe ich ja kurz einmal was gefrühstückt. So, jetzt muss ich einmal meine Tasche hier kurz ausräumen. Jetzt werde ich aber noch ein bisschen weiterarbeiten. Ich muss noch ein bisschen was für Videos und so machen. Ich habe keine Ahnung, wo Fabio ist. Ich dachte eigentlich, der wäre hier, aber ist er nicht. Okay. Dann habe ich gleich noch zwei Pakete. Da gucke ich gleich nochmal mit euch rein. Dann will ich unbedingt was essen. Ich habe so Hunger. Ja, so, das brauche ich jetzt. Aber jetzt erstmal noch ein bisschen schnibbeln. Und dann gleich irgendwann
Endlich Feierabend. Wow, was ist hier los? Okay. So, Leute, das war's für heute. Ich mach Feierabend. Und ich packe jetzt noch zwei Sachen mit euch aus. Ich stelle euch mal hier hin. Und zwar habe ich einmal dieses Paket bekommen. Das ist von LR World Health and Beauty. Ich habe tatsächlich vorher noch nie davon gehört. Aber ich habe mit einer Zuschauerin geschrieben und die meinte, soll ich dir nicht mal was schicken? Du kannst es mal ausprobieren. Und ich so, ja, ich probiere ja gerne Neues aus, deswegen. So. Viel Spaß beim Testen steht hier drauf. Liebe Vanessa, ich wünsche dir ganz viel Spaß beim Testen der Produkte. Und nochmal ein ganz großes Dank an dich für deine Hilfe und Unterstützung bei meinem Thermomix. PS, mein Sohn wollte, dass Schmetterlinge auf dein Bild fliegen. Liebe Grüße, Anne. Oh, da sind jetzt hier so Schmetterlinge. Ist das süß. Ich verlinke euch auch mal ihren Instagram-Account hierhin, falls euch irgendwie die Produkte interessieren, ihr Interesse daran habt oder so. Wisst ihr Bescheid, weil ich habe keine Ahnung davon. Ich werde das nur selber mal testen. So. Okay, als allererstes ist hier so ein Büchlein drin. Das werde ich mir später mal durchblättern, weil ich weiß gar nicht, was es da alles für Produkte gibt und ich habe keine Ahnung. So, dann haben wir hier noch was. Das gucke ich mir alles gleich mal in Ruhe an. Und dann die Produkte. Sieht auf jeden Fall richtig cool und stylisch aus. So, schauen wir mal. Beach Wow ist hier drin. Danke erstmal für das Paket. Ich freue mich voll. Ich bin schon richtig gespannt, das zu testen. Das ist Aloe Vera Salt Water Wave Spray. Okay, also Salzwasser Spray, um so Textur in die Haare zu bekommen und so. Das ist cool. Das werde ich auf jeden Fall mal ausprobieren. Also ich werde alles davon ausprobieren. Auch diesen Stift. So, dann haben wir Protection Hydro Alcoholic Hand Spray. Perfekt. Das braucht ja aktuell jetzt gerade jeder. Sehr gut, das kommt direkt bei uns ins Badezimmer. Und dann haben wir das, davon hat sie mir nämlich erzählt, das möchte ich unbedingt ausprobieren, eine Aloe Vera Magic Bubble Mask. Richtig cool. Ich benutze ja momentan ein bisschen mehr, im Vergleich zu vorher, Masken als sonst. Vorher habe ich ja nie Masken benutzt. Und das ist jetzt halt so eine Bubble Mask, da bin ich mega gespannt drauf. Die werde ich auf jeden Fall ausprobieren, werdet ihr noch sehen in den Vlogs. Und dann sind hier noch so ein paar Kleinigkeiten drin. Aloe Vera SPF 30 High Protection Sun Lotion. Oh cool, eine Sonnencreme. Das ist sehr gut. Vielen lieben Dank, Anne, an dich. Ich werde es ausprobieren. Ich werde den Karton hier wieder befüllen. So. Und dann habe ich noch eine Sache zugeschickt bekommen aus Erfurt von Sperrhäkels. Und ihr werdet jetzt wahrscheinlich lachen. Aber sie schrieb mir aufgrund meiner aktuellen, wie nennen wir es, Marmorsucht. Ihr wisst ja, ich bin gerade ein bisschen süchtig nach Marmor. Und meinte, sie würde mir mal gern etwas zuschicken. So, da ist auch ein Zettelchen dabei. Liebe Vanessa, viel Freude mit deinen neuen Haarbändern. Du wirst bestimmt toll damit aussehen. Alles Liebe, Sophia. Vielen lieben Dank. Ich verlinke euch auch deren Instagram-Seite oder ihre Instagram-Seite mal hierhin. Könnt ihr gerne mal vorbeischauen. Die haben nämlich super coole und super süße Kopfbedeckungen. Und jetzt kommt das Lustige. Oh, da steht so ein Sticker mit Danke drauf. So, jetzt kommt meine neue Haarbedeckung. Das ist so witzig. Oh mein Gott. So. Ach, wie süß. Sie hat doch hier so ein eigenes Etikett und so drauf genäht. Wow. Boah, da kann ich mich in meine Wohnung integrieren. Wow. Ich muss das auf jeden Fall mal ausprobieren, wenn ich generell ein bisschen besser aussehe. Jetzt sehe ich ja aus wie der herbste Schlons. So ungeschminkt und Haare nicht gemacht. Aber damit man das mal so halbwegs wenigstens sieht, wie es aussehen könnte. Zum Beispiel so. Ich habe das auch eine Zeit lang mal getragen. Immer wenn ich einen Dutt oder so hatte. Das sah richtig cool aus. Okay, das hat jetzt keinen Sinn. Meine Haare sind gerade Chaos. Aber das Band ist richtig, richtig hübsch. Und dann habe ich noch eins. Und zwar in Weißmarmor. Ist das nicht schön? Ich freue mich richtig. Vielen, vielen lieben Dank an dich.
Die werde ich auf jeden Fall tragen, wenn ich nicht so aussehe wie jetzt, sondern ein bisschen hübscher. Weil ich denke mir, wenn ich eher aussehe wie so ein Heckenpenner, dann brauche ich mal auch nicht meine Haare schön machen. Wisst ihr, wie ich meine? Entweder ganz oder gar nicht. Ich zeig das mal Fabio. Der denkt sich auch nur so, was ist mit der, mit ihrem Marmor, ey. Du Baby, ich mag ja ein bisschen Marmor aktuell, ne? Ja, ein bisschen. Ich habe jetzt auch Marmor-Haarbänder bekommen. Wie findest du die? Kannst du das einmal anziehen? Eins? Ich soll eins anziehen? Ja, das Weiße bitte. Nee, das Weiße als Kontrast. Nein, das Schwarz, das passt doch viel besser zu dir. Ja, aber das sieht man in deinen Haaren nicht so. Die sind so dunkel. Doch nicht so, das muss nach vorne, der Knoten. Ja, dann, okay. Ja, und jetzt musst du das so. Wow, du bist so eine süße Maus. Ich glaube nicht. Aber die sind richtig schön, ne? Ja, wunderschön. Passen schön zu unserer Wohnung. Wow. Stehen dir auch recht gut. Gut, danke schön. Wäre gar nicht nötig gewesen. Aber jetzt gern sie in ihr. Tschüss. Tschüss. So Leute, ich gehe jetzt mit euch zusammen in die Küche. Ich bin nämlich gerade dabei, was zu machen, beziehungsweise habe gerade was gemacht. Wir haben ja noch Essen von gestern. Das sind auch noch 2 Portionen, allerdings ohne Reis. Weil ich finde, kann das auch super gut ohne essen. Wir haben das ja gestern hier gegessen, dieses Kichererbsen-Curry. Das war sau lecker. Aber wir haben beide mega Hunger und ich habe mich geschnitten bei Jenny mit dem Cuttermesser. Eigentlich würde uns das Essen reichen. Aber ich habe einfach Bock, noch was zu machen. Ich bin süchtig gerade nach Kochen und Backen. Deswegen habe ich mir hier das rausgesucht aus dem Heft, was ich gestern bekommen habe, dem neuen Thermomix-Heft, und zwar Pizzataler. Das werde ich machen, allerdings werde ich kein Pesto selber machen, weil wir noch Bärlauchpesto haben und werde dann jetzt so kleine Bibi-Pizzis machen. Oder ich mache einfach 2 große, je nachdem, wofür der Teig reicht, keine Ahnung, aber eigentlich kann ich auch große machen, oder? Ja, werde die mit Pesto bestreichen, werde Tomate drauf, für Fabio vielleicht ein bisschen Salami und für mich wahrscheinlich Mais. Ich liebe Mais, mit Mozzarella drauf. Und das mache ich jetzt fertig und dann können wir Pizza essen und das Curry noch. Ich habe so Bock darauf, ich habe so Hunger. Wow. So, wir haben jetzt mehr oder weniger Mini-Pizzen gemacht. Da ist jetzt schon ein bisschen Öl drauf, Tomate, Gewürz und Tomate. Und jetzt kommt noch Mozzarella drauf. Dann machen wir ein bisschen Thunfisch für Fabio, ein bisschen Mais für mich. Und ganz zum Schluss kommt dann noch Bärlauchpesto. So, das sind Fabios mit Thunfisch. Das sind meine, nur mit Tomate und Mais. Dann haben wir noch ein bisschen Gouda drüber gemacht und halt sonst Mozzarella. Und das kommt jetzt in den Ofen. Und danach Pesto drauf. Boah, richtig geil, ey. Nom 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 nom. So lecker. Oh. So, so sehen unsere Pizzen jetzt aus. Das ist Fabios. Das sind meine. Also es sind noch welche in der Küche. Die sehen richtig geil aus. Ich habe jetzt halt das Pesto noch drüber. Und wir trinken gerade einen Melone kalte Tee von Milford. Der ist auch lecker. Ich finde, der könnte ein bisschen intensiver sein, aber schmeckt auf jeden Fall. Und wie sind die Pizzen? Lecker. Ja? Selfmade Pizza. Ich glaube, wir haben noch nie zusammen selber Pizza gemacht. Nee, haben wir nicht. Echt nicht? Nein. Das haben wir das letzte Mal mit Teig gemacht. Das ist unser erstes Mal. Ja, die Bubble Pizza. Ja. Okay, aber ich meine solche Pizza. Ja, aber wir haben Pizza gemacht. Entschuldigung. Dabei ist unser erstes Mal mit flache Pizza. Gut. Das ist ja ein Jungferum. Pizza in Jungferum. Geil. Leicht zärtlich. Aber ich habe noch nicht angefangen, also kann ich noch nicht sagen, wie es war. Gut. Aber der Prozess, der Herstellungsprozess. Das Vorspiel. War gut. Das Vorspiel war gut. Ja. Yeah. Okay, gut, ich muss das jetzt unbedingt essen. Danke, tschüss. Das war's mit dem Vlog. Ich hoffe sehr, dass er euch gefallen hat. Lasst mir gerne einen Daumen nach oben und auch einen Kommentar da. Ansonsten könnt ihr hier sehr gerne in meinen letzten Vlog reinklicken. Hier unten findet ihr die Playlist. Hier gibt es den Vlog von vor genau einem Jahr. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren, falls ihr es noch nicht getan habt. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog. Daily, daily,